1982 kam ein Film in die Kinos, der Filmgeschichte schrieb. Steven Spielbergs E.T., der Außerirdische, kostete gerade mal 10 Millionen Dollar und spielte weltweit fast 800 Millionen Dollar ein. Spielberg wurde quasi über Nacht zu einem der wichtigsten Regisseure Hollywoods. Einen ähnlichen Aufstieg hatte auch die kleine Firma Atari mit ihrer Heimkonsole, dem Atari 2600. Bis 1982 wurden über 8 Millionen Geräte verkauft und Atari machte Umsätze von über 2 Milliarden Dollar im Jahr. Das Glück änderte sich, als Atari und Spielberg gemeinsame Sache machten. Im Juni 1982, also nachdem E.T. an den US-Kinokassen einschlug, trafen sich Steve Ross, der CEO von Warner Communications, den Besitzern von Atari, mit Steven Spielberg und Universal Pictures in Los Angeles, um über die Lizenzierung und Umsetzung von E.T. auf dem Atari 2600 zu verhandeln. Am Ende musste Atari ca. 25 Millionen Dollar für die Rechte blechen. Die gesamte Produktion des Spiels kostete Atari läppische 125 Millionen Dollar, was für Videospiele damals ein unglaublicher Betrag war. Um das Ganze wieder einzuspielen, sollte das Spiel bereits zum Weihnachtsgeschäft fertig sein. Man angelte sich kurzerhand den Entwickler des erfolgreichen Atari-Spiels Yars Revenge, namentlich Howard Scott Warshow, und gab ihm 6 Wochen Zeit, um das gesamte Spiel zu entwickeln. Das Spiel wurde quasi ungetestet in die Verkaufsregale gestellt. Schließlich ging man davon aus, dass allein der Name schon ausreichen würde, um das Spiel millionenfach an den Mann zu bringen. I don't know how to put this, but I'm kind of a big deal. Really? People know me. Selbst für bescheidene Atari 2600 Verhältnisse ist E.T. der letzte Dreck. Für viele Experten gilt E.T. als das schlechteste Spiel aller Zeiten und die mit Abstand schlechteste Filmumsetzung. Und obwohl das Spiel sich 1,5 Millionen Mal verkaufte, wurde das Spiel zum größten Flop der Atari-Geschichte und sorgte zusammen mit Pac-Man für den Untergang des einstigen Konsolenriesen. E.T. bescherte Atari einen Verlust von über 100 Millionen Dollar. Im September 1983 berichtete ein lokaler Nachrichtensender in Alamo Gordo, New Mexico, von Dutzenden Trucks mit Atari-Boxen, die in einer Mülldeponie in der Nähe von El Paso verschrottet und vergraben wurden. Bis heute hält sich das zur Legende gewordene Gerücht, dass es sich bei diesen Boxen um die Millionen übrig gebliebenen E.T.-Module handelte. Grund genug für uns, das Spiel nochmal auszugraben. So Leute, jetzt habt ihr schon einiges zum Thema E.T. gehört, ein bisschen was zur Geschichte dieses wunderbaren Spiels erfahren, aber das Spiel selber habt ihr noch nicht gesehen und ich persönlich auch nicht, weil ich habe es auch noch nie gespielt und bin jetzt sehr gespannt. Ich habe das Spiel hier und grabe es jetzt quasi live on tape für euch aus. Ich bin sehr gespannt, ob das Spiel wirklich so beschissen ist, wie alle sagen. Und deshalb ohne Umschweife sage ich jetzt mal Spiel ab, ja, und wir zocken jetzt E.T. Das ist schon mal hier der Bildschirm. Immerhin, erster positiver Eindruck, man erkennt die Titelmusik, ja? Gar nicht so schlecht. So, los geht's. Okay, das soll E.T. sein. Wenn er sich bewegt, gehen unten die Punkte weg. Das heißt, das ist meine Anzahl an Schritten scheinbar, die ich machen kann. Interessant. Das heißt, das Spiel ist dann irgendwie von vornherein schon mal limitiert oder so. Also, ich weiß jetzt schon, wann es endet. So, oben sehe ich Symbole. Was heißt das? Man weiß es nicht genau. Eben war ein Pfeil nach links, jetzt geht er nach rechts. Ja, da kommt ein Typ. Ich glaube, ich gehe hier mal besser weg. Aha. So, nach oben. Wie geht er denn nach oben? Ah. Ist ja ganz klar, wenn E.T. seinen Hals lang macht, dann kann er fliegen. Das ist ja gemeinhin bekannt. Und wieder in eine Grube gefallen. Was ist das? Okay, jetzt habe ich irgendwas aufgesammelt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich weiß so viel. Ziel des Spiels ist es, glaube ich, die Raumschiffteile von E.T. Zu sammeln und dann das Raumschiff zusammenzubauen quasi, fast wie im Film, ja, und wahrscheinlich ist das jetzt ein Teil gewesen, da oben ist jetzt so ein kleines Ding, so, bin ich hier, boah, von allen Seiten kommen sie, was muss ich machen,
Da nimmt mich jemand weg. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme nicht raus. Und jetzt bringt er mich, was ist das? In einen römischen Tempel. So, jetzt kommt der Typ. Okay, ich renne wieder weg. So. Der Pfeil zeigt nach oben. Fragezeichen. Runter. Stopp. Was? Runter. Stopp. Was ist das jetzt für ein Symbol? Oh nein, der Typ wieder. Uah! Fragezeichen unten. Oh, hat mich schon wieder. Ich habe keine Ahnung, was sollen einem denn diese Hinweise da oben... Okay, er bringt mich wieder in den römischen Tempel. Vielleicht soll es ein... Was soll das sein? Ein Knast? Okay. Vielleicht kann man hier ins Haus rein. Nee. Aber der Pfeil nach links. Nach oben. Nach rechts. Nach unten. Nach links. Nach oben. Nach rechts, nach unten, nach links, nach oben, nach rechts, nach unten, nach links, nach... Das bringt überhaupt nichts, dieser Pfeil. Wenn ich dem folge, gehe ich im Kreis. So, hier ist I. I, oh, ah, da kommt der Junge. Ist der gut oder ist der böse? Okay, der hängt da unten am Bildschirm. Da ist ein neues Symbol, das sieht aus wie bei Space Invaders. Jetzt ist da eine 1 erschienen. Ah, okay, das sind diese kleinen Teile. Muss man irgendwie einsammeln. Ich verstehe. Mal gucken. Das ist eine wunderschöne Grafik. Oh, der Doktor, nix wie weg. Ich raff hier gerade überhaupt nichts. Okay, ich bin in einer Fallgrube, wieder raus. Ich habe ja noch 7004 Fingerschritte. Da hat mich wieder irgend so ein Labortyp. Und er bringt mich wieder in den römischen Tempel. Knast. Slash. Krankenhaus. So. Weg, 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 weg. Okay, der folgt einem also einfach immer. Und im Gegensatz zu mir kann er wohl über diese Fallgruben gehen. Okay, was ist jetzt? So. Okay, ich habe 2 von diesen Teilen. Oh Mann, ey, wieder in die Fallgrube. Und da ist der Doc. Und ich bin wieder in der Fallgrube. Wieder raus. Und da hat mich der Doktor. Mensch, das macht ja Spaß. So, wieder im Knast, wieder raus. Oh, da ist ein Teil. 3. Wie viel muss man überhaupt sammeln? Man weiß es nicht. Ich mache einfach weiter. Da ist noch 1. Ah, die Typen jagen. Oh, und wieder in der Fallgrube. Ich glaube, sehr viel mehr passiert auch nicht mehr. Oh, Mann, ey. Und den Hals lang machen und wieder raus. So. Da ist noch ein Teil, da muss ich irgendwie wieder... Wo bin ich? Ich bin da überhaupt nicht gegen irgendwas gelaufen. Wieso lande ich denn dauernd in der Fallgrube? So. Da ist ein Teil. 5. Uah, der Typ, weg. Da ist noch ein Teil. 6. Oh, da ist noch 1, sehr gut. 7. Oh, fast da. Nein, ich wollte gerade sagen, fast dagegen gelaufen. Aber man merkt schon, es ist also ziemlich nah am Film. Da ist der Doc. Ich brauche das Teil. Gib mir das Teil. Was? Ich habe wieder nur 1? Wo sind denn die Teile hin? Ich hatte doch eben 7. Okay, ein Teil. Ich habe nur noch 3000 Schritte. Wahrscheinlich kann ich das Spiel jetzt eh nicht mehr durchspielen, weil man mehr als 3500 Schritte braucht. Aber das sagt einem das Spiel nicht, sondern das Spiel sagt einem, fall in die nächste Grube. Ah, ist das toll. Oh Gott. Ich komm gar nicht mehr raus, weil der Ausgang ist direkt wieder in einer Falle. So, jetzt. 3 Teile. Oh, und da ist wieder so ein Teil. Ach, das habe ich auch wieder verloren. Okay, ich habe wieder irgend so ein Teil.
Da oben ist wieder dieses orangene C. Was sind das alles für Teile, die man sammelt? Und da hat mich wieder der Doktor und bringt mich in den Knast. Oh, das ist hart zu ertragen. Okay, hier. 4. Diese Pfeile da oben, die helfen immer. Hier ist. Was passiert, wenn ich hier. Was war das? Ach, ich kann auch schnell laufen. Guck mal hier. Oh Gott. Und wieder den Hals lang machen. Ach, da jetzt der Junge da. Was will denn der Junge? Komm. Komm. Komm, Junge. Die waren doch im Film, waren die doch beste Freunde. Da muss mir doch irgendwas helfen hier. Ich habe wieder nur einen Teil jetzt plötzlich. Interessant, wenn ich immer nach oben drücke, wechsle ich nur zwischen diesen zwei Bildern. Das macht absolut keinen Sinn. Aber gut. Zwei Teile. 900 Schritte noch. In der Stadt. Ich bin in der Stadt. Oh Gott. In einer Grube. In einer Grube. Es kostet einem jedes Mal hier halt Schritte. Jetzt habe ich noch 100 Schritte. Und jetzt hat mich der Doktor. Und ich kann mich nicht mehr bewegen. Und wieder im Knast. Schritte. Oh, keine Schritte mehr. Okay, ganz ehrlich. Es passiert ja jetzt auch nichts mehr Neues. Das ist jetzt im Prinzip das, was passiert in diesem Spiel. Ich glaube, der Punkt ist klar, dieses Spiel ist das mit Abstand beste Spiel, das es gibt. Kauft euch keine Xbox 360, kauft euch keine PlayStation 3, kauft euch ein Atari 2600 und geht nach Mexiko oder Neu-Mexiko, grabt dort eine Version von E.T. aus und habt viel Spaß mit diesem fantastischen Spiel.